Willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Folge hier in Hero Siege. Und ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Im dritten Akt, Level Nummer 4, sind wir dabei. Werden wir uns mal angucken, was uns heute erwartet. Ich hoffe nicht allzu schwere Sachen. Aber man sieht schon, hier sind einige Fallen. Kann ich da auch. Ah, alles klar, ich kann ja auch rüberfliegen. Das ist schon mal nice. Hier auch. Das erleichtert natürlich die Sache um einiges. Okay, wir haben noch einen Schlüssel. Da ist die Truhe. Wir müssen das Geschäft öffnen. Oh mein Gott, und die explodieren. Na super. Eieiei. Erstmal wieder ein paar Magier spawnen. Und dann gucken wir mal. Ah, da muss man aufpassen. Schnell weglaufen, damit die einen nicht bekommen. Sonst machen die bestimmt relativ viel Schaden. Und rein erstmal in den No window shopping here, boyo. Make what the spendy spend. Stärke nehmen wir mit. Energie, Armor und Stamina. Und hier haben wir. Okay, Stickman. Ja, das ist so ein lustiger Zeitgenosse, der greift dann an und explodiert, aber ist nicht sehr treffsicher. Lol. Stigma Steve. Ja, nice. Ja, ich weiß nicht, der läuft halt random irgendwie rum und dann explodiert er an irgendeiner Stelle. Lol. Ja, ich weiß nicht. Ich finde ihn irgendwie eher so No zur window shopping Belustigung. here, boyo. Make what the spendy spend. Da hätte dann doch eher die Dartpfeile. Die sind besser, die gehen in alle Richtungen und treffen den Gegner einigermaßen. Wenn auch nicht ganz. Magier. Autsch, 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 autsch. Hier sind ganz viele Fallen. Hier geht es ja richtig ab. Schwierig, hier muss man wirklich die Augen aufhalten. So, noch mal ein paar Skelette spawnen. Und Level 40. Nice. So, wo haben wir noch wen? Hier unten. Da haben wir eine Kristalltruhe, leider kein Schlüssel. Schade. Hätte ich gern mitgenommen. So nicht, Freunde, so nicht. Nächste Wave. Okay. Ja, gut, es zieht ein bisschen was ab, aber es ist nicht so wirklich hilfreich. Ich weiß nicht, die ganzen brauchbaren Attacken auf E, die man immer meistens nutzen kann. Ich weiß nicht, entweder ist es ein Troll oder sie hauen einfach nicht vernünftig rein. Da bin ich mir immer noch. Ja, da bin ich mir immer noch so ein bisschen unsicher mit. Immer so eine Sache. Muss man gucken, ob einem das gefällt oder Accept nicht. your fate. So, hier können wir eigentlich quasi nicht durchfliegen. Schade. Das funktioniert. Hier kann man rüber. Gut. Da müsste doch jetzt schon geöffnet sein. Nee, ist es nicht. Müssen doch erst das Rätsel machen. Das Rätsel ist die Lösung. Na komm. Ah, verdammt, ich bin heute zu hektisch. So, da drauf. Einmal Viereck auf Viereck und Mond auf Mond. Na gut,
Vielleicht hätte ich hier auch reinfliegen können, ich hätte es ja mal versuchen können. Aber jetzt ist auch egal. Jetzt haben wir es hier mitgenommen. So, an den Boss. Wunderbar. Wow. Sogar ein episches. Eine epische Halskette. Ne, die ist leider schlechter. Macht einen State hoch, aber scheint wahrscheinlich nicht so gut zu sein. Dann werden wir das hier nochmal ein bisschen aufpäppeln. Dann wieder hier zwei Punkte drauf. Kraft haben wir, Angriff haben wir genug. Ich weiß nicht mehr, was es macht. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Item. Erhöht auch auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, macht es auch noch mehr Geschwindigkeit? Ich fühle mich irgendwie, dass ich immer schneller bin. Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Und das macht auch mehr Spaß. Wie gesagt, Freunde, zu den Relikten, das ist so eine Sache. Ich kenne dort fast gar keine mehr, seitdem jetzt noch die neuen DLCs dazu gekommen sind. Im Wiki steht auch nichts. Da kann ich nicht viel zu sagen. Würde ich gerne, aber ich kann nicht. Das ist das Problem. Wenn ich welche weiß, wo ich, ja, die ich schon kenne oder die im Wiki stehen, dann kann ich mal vielleicht was zu sagen. Aber manche, ich merke mir auch nicht immer alles. So, hier haben wir eine Quest jetzt gerade angenommen. Das ist auch neu. Magic Mushrooms. Wir sollen magische Pilze sammeln. Und die dann zum Questgeber zurückbringen. Und die sind hier überall verteilt. 16 Stück sind verteilt hier überall auf der Map. Und diese Quests, die können auch random erscheinen. Jederzeit. Und dann kann man dafür extra Belohnungen wie Kristalle und andere Sachen, gute Items halt abgreifen. Das ist schon sehr, sehr nice. You have served your purpose and reached your full potential. Wir werden aber erst noch hier die Pilze sammeln und Level 41. Wunderbar. Wo ist noch einer? Hier ist noch einer. Da sind noch zwei. Und da haben wir sie. Dankeschön. Ja, hat jetzt leider nur Gold gegeben. Ich hatte auf meinen Main, habe ich auf jeden Fall auch schon Kristalle bekommen. Ich habe auch schon ein Artefakt bekommen. Ich habe aber auch noch viele andere Ausrüstungsgegenstände bekommen. Also, auch alles random. Wie immer. Okay. Wo müssen wir denn hier hin? Okay, genau da kann ich nicht rüberfliegen. Wo ist denn der zweite? Ach, ich muss, glaube ich, das Rätsel sogar machen. Das Rätsel Lösung ist, das Rätsel zu knacken. Aua, anders wird es wohl nicht klappen. Da kann ich machen, was ich will. So, oh, oh, zu weit. Ah, ja, ja. Vorsicht, Vorsicht. Ich bin irgendwie zu schnell. Das ist das Problem. So, wir nach unten. Und dann war es das auch. So, kommen wir auch da oben rein. Und wieder ein neues. Shoto-like. Licht. Ja, gute Frage. Obwohl, das könnte auch noch mehr Speed machen hier im Angriff. Sieht zumindest so aus. Aber fühlt sich auf jeden Fall so an. Gehe ich mal stark von aus. Auch wenn ich nicht richtig liege. Oh mein Gott. There is no salvation but through me. Nächste Welle, Endboss. Oh, komm her, mein Freund. Komm, spawne. Nice.
Oh, der Apfel. Auch wieder ein benutzbares Item. Der ist auch nice. Finde ich auch wieder so ein lustiger Troll irgendwie. Wirfst da so einen Apfel in die Höhe, Salom, und dann boom, explodiert er. Kann man mal mitnehmen. Ist eigentlich ganz lustig. Obwohl ich doch die Messer eigentlich besser finde. Aber naja, gut. Nehmen wir ihn mal einfach mit. Und wir werden auf jeden Fall Backport machen. Schauen, ob hier irgendwie noch von den Ausrüstungsgegenständen was dabei ist. Aber ich glaube eher weniger. Ja, die Kette. Gut. Die Schuhe. Man kann mal gucken, was es ändert. Ja, nee. Eher nicht, würde ich sagen. Ja. Aber die ist wohl doch besser. Gibt noch ein bisschen Energie. Ja, das ist immer so eine Frage. Entweder mehr Energie oder mehr Armor. Armor ist natürlich eigentlich wichtiger. Aber in dem Fall ist mir auch Energie wichtig. Da ich sonst wieder wahrscheinlich Probleme mit meinen Skills bekomme. Mit den Beschwörungen. Da gehe ich dann stark von aus. So. Viel Loot haben wir ja diesmal nicht bekommen. Habe auch kaum was eingesammelt irgendwie. Aber das macht gar nichts. Nächstes Mal wird es bestimmt wieder mehr. Und ich würde sagen, ja, es geht beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.